Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute Morgen ist Merkur, der schnelle Sonnenbegleiter, der der Sonne aber zurzeit hinterherläuft, ins Zeichen Steinbock gewechselt, wo er jetzt gerade eingetroffen ist. Damit befinden sich im Steinbock neben Merkur auch Saturn, Pluto, Sonne und Venus, also eine starke Betonung des Zeichens Steinbocks, welches ja für Disziplin, Beharrlichkeit, Verantwortung, Struktur und die Ausrichtung auch auf längerfristige Ziele steht. Am frühen Samstagmorgen wird dann Merkur auf Saturn im Steinbock treffen, der sich hier zwischen im dritten Grad befindet und damit eben sich im Steinbock noch fester verankern sozusagen. Heute noch ein Tag des Übergangs. Ich wäre also heute vorsichtig mit wichtigen Lebensentscheidungen oder größeren Kaufvorhaben oder dem Unterschreiben von Verträgen. Das ist ab morgen alles wieder leichter möglich. Mit Merkur im Steinbock ist jetzt auch unser Denken und die Kommunikation unter Saturn Einfluss. Es gilt also auch unser Denken hier zu disziplinieren, zu strukturieren und eben auch die Folgen des Denkens und Redens zu erkennen. Denn wir können mit der Sprache sowohl nach außen, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, wie nach innen, wenn wir mit uns selbst in Form von Gedanken sprechen, können wir sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Ungutes anrichten. Wie schnell können wir mit Worten jemanden verletzen, der dann in Gefühlsnot gerät oder woraus sogar ein Streit entsteht, der manchmal ja über Jahre hinweg dauern kann. Hier gilt es eben genau zu überlegen, was möchte ich eigentlich wem mitteilen. Außerdem kann auch Merkur sich jetzt vielleicht über den Steinbock auch auf langfristige Projekte oder Ziele ausrichten. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien ist heute im Skorpion. Er wird morgen früh gegen 8 Uhr ins Zeichen Schützen wechseln. Der Mond ist abnehmend. Wir sehen, dass er hier schon auf die Sonne zuläuft. Auf den nächsten Neumond zuläuft, der am nächsten Mittwoch im Zeichen Steinbock perfekt ist. Auf dem Weg durch den Skorpion heute wird der Mond heute Morgen zuerst Mars treffen, zuerst Jupiter treffen um 9:23 Uhr und dann Mars treffen um 13:34 Uhr. Gerade in der Mittagszeit können wir, wenn der Mond auf Mars steht, mal gucken, ob in uns bestimmte Wutaspekte oder Aggressionen aufsteigen oder ob wir diese Energie auch nutzen können, um tatkräftig etwas umzusetzen, was uns am Herzen liegt. Ansonsten stehen Sonne und Mond hier natürlich gut zueinander. Steinbock und Skorpion können ganz gut miteinander harmonieren, miteinander. Obwohl wir natürlich hier auch sehen, astrologisch ist hier eine gewisse Einseitigkeit zurzeit gegeben, hier mit Mond, Jupiter und Mars im Skorpion und eben 5 Planeten im Steinbock, wobei hier die Steinbockplaneten Venus und Sonne aufs Quadrat zum Uranus zulaufen und der Mond morgen in Schützen wechseln wird. Das heißt, auch diese etwas starre Kombination wird sich in dem Laufe der nächsten Tage wieder etwas auflösen und lockern. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Donnerstag. Morgen gibt es wie immer die Aussichten zum Wochenende. Bis dann, alles Liebe und tschüss.